Ich glaube, schneller werde ich nie wieder das machen. 15,5 Minuten Mega Satan. Respekt. Mr. Random ist als nächstes. Ich befürchte fast, dass es irgendwas mit dem D100 zu tun hat oder so. Mal gucken. Oder mit Undefined. Mit was starte ich? Spider. What the fuck? Ich starte mit übelst viel. Echt jetzt? Und gefühlt ohne Leben. Ich würde gerne hier raus. Okay, meine Tiersrate ist sehr gering hier. Und Leben habe ich wahrscheinlich so gut wie schon gar keine mehr. Für mein. Okay, ich glaube, die Challenge habe ich mir gerade ein bisschen schon verkackt, weil ich in einen echt extremst behinderten Special Room gekommen bin. Ich guck mal, wie viel Leben ich noch habe in der nächsten Ebene. Ansonsten kann es sein, dass ich restarten werde, weil es war echt scheiße. Ist eh eine Challenge, da kann ich einfach weitergehen. Ja, nur noch ein Herz, ich habe es schon fast befürchtet. Ah, ich glaube, das werde ich jetzt nicht schaffen. Random Tears haben wir auch noch, sehe ich das richtig? Ja, Tatsache. Wir haben Random Tears, weil jetzt sind sie nämlich gerade die neongrünen Tears. Ja, da komme ich jetzt leider nicht ran, ne? Erstmal den ganzen Raum voller Scheiße, oder? Habt ihr Bock? Klar, habt ihr Bock. A room full of shit! Vorsichtig. Schön Geheimraum aufgesprengt. Echt jetzt? Nur noch ein halbes Herz. Nicht gut. Alter, wie oft finde ich denn den Small Rock im Moment? Oh, ich muss den Raum jetzt nochmal machen, weil er nicht geklärt war. Autsch. Oh, Lifesaver Room, Lifesaver Room. Nice. Da war Undefined gerade richtig geil, muss ich sagen. Mit dem Small Rock sieht das Ganze auch schon etwas verlockender aus. Ja. Kann man anbieten. So, und ab zum Boss. Da kenne ich jetzt nix, hallo? Die Statuen sind ein bisschen grenzdebil. Ich hoffe, das geht sich trotzdem aus. Ja. Passt. Leo kommt und sogar ein Devil Deal. Finde ich sympathisch. Ey, Leo sei schon Taurus natürlich, um Gottes Willen. Damit bin ich jetzt zwar sau langsam, aber Rage is building. So. Das ist allerdings Müll. Könnten wir auf Devil Deal, Angel Deals gehen, eventuell. Wäre möglich. Was ma. Boah! Der schießt ja über Steine. Das ist ja ein behinderter Raum. Okay, das sprengen wir. Da ist nämlich ein Soulstone. Und das sind zwei Soul Hearts. Damit kann man arbeiten. Ja, ich denke mal, wenn die Challenge schon Mr. Random heißt, werden wir auch random unsere Räume wechseln. Diesmal kommen wir in den Geheimraum. Nun gut, da wären wir quasi eh schon gewesen. Also das war jetzt kein großer Sprung nach vorne, sage ich mal. Aber hier wäre ein Shop. Ja, sprengt mir hier mal so ein bisschen den Weg frei. Das ist mir ganz genehm. Da komme ich besser an euch ran. Tough Love. Also Tough Shots zum Start finde ich schon sehr geil.
Quicker Charge nehmen wir. Und könnten jetzt eigentlich direkt wieder drücken, ne? Aber ich warte mal noch. Oh, gerade geile Tiers. Geile Random Tiers an der Stelle. Speeddown ist eher so kacke. Wir sind schon sehr langsam. War's das? Ja. Gut. Dann schauen wir mal, was der Chubb für uns hat. Der Chubb hat auf jeden Fall für uns... Ich glaube, der Schaden ist gar nicht so schlecht, ne? Ja, jedes Mal, wenn Tough Love halt trifft, ne? Okay. Ich möchte auf jeden Fall noch ein... Oh ja, sinnvoll ist gut. War da oben irgendwas Interessantes? Nee, ne? Okay, gehen wir weiter. Guck ich mal. It lives. Es geht auf jeden Fall bis it lives. Nun gut. Wir werden direkt mal gucken, wo wir hinkommen. Autsch. Okay, und Errorraum. Holy shit. Und Errorraum. Den haben wir ewig nicht gesehen. Ich könnte mich sogar rausporten, aber da wir Caves 2 sind und eine Challenge machen, gehe ich einfach weiter. Was soll der Geiz? Was soll, ohne Witz, was soll der Geiz? Und los. Gut, diesmal kommen wir nur in den normalen Geheimraum. Und der ist direkt neben dem Start, also fangen wir sowieso scheinbar von vorne an. So, was mir jetzt hier gar nicht gefällt, ist die Tatsache, dass ich sehr langsam bin. Dafür gibt es einen Skeleton Key. Einen Golden Key. So, ich wollte schon sagen, Rage ist eh schon wieder Building. Okay. Warten. Ich meine, jetzt sieht es lebentechnisch eigentlich sogar ganz gut aus. Damit sollten wir auch keine Probleme haben. Haben wir gerade My Reflections? Ja, wir haben My Reflections. Manchmal etwas verwirrend, weil man es verwechseln könnte mit den normalen Tränen der Gegner. Unsere sind natürlich schon etwas größer. Aber dann könnten unsere großen Tränen auch die kleinen der Gegner durchaus mal verdecken. Darf man nicht... Nicht vergessen. Oh, Flaming Shots. Oh, Flaming Shots auch in Kombination mit Tough Love. Sehr nice. Also flammbare Zähne. Schon was Geiles. Greed. Oh, jetzt haben wir Triple Shot. Welche sehr langsam sind. Aber... geht sich eigentlich ziemlich nice aus. Stores Energy und wir können uns sogar noch ein Soul Heart kaufen. Sehr schön. Wie gesagt, wir sind ultra langsam. Das war ultra dumm, aber egal. Zweimal Ratched One. Da sollte man mal ein bisschen Obacht geben. Aber dank des langen Raums sollte es verkraftbar sein. Vor allem, wenn der da hinten eh noch schießt. Passt. Wird noch nicht einmal Rage, ne? Und bitte. So, wir kriegen Ares und... Horror of Babylon. Nehmen wir mal. Weil ich ja natürlich jetzt ein wenig spekuliere. Nachdem jetzt es eine Challenge ist, in der es wahrscheinlich sowieso nicht in die Chest oder in den Room geht, könnte jetzt sogar der Error-Raum kommen, ohne dass es mir wehtut. Holy shit, man, der Black Lotus. Der Black Lotus ist so selten. Ein normales Herz, ein Soul Heart und ein Black Heart. Geiler Scheiß.
So, das Einzige, was mir halt jetzt noch nicht so ganz gefällt, ist die Tatsache, dass wir so wahnsinnig langsam sind. Ich meine, es geht ja immer, je länger du im Raum bist, desto schneller wirst du ja. Aber trotzdem ist es nicht dasselbe. Aber irgendwann zündet der Taurus dann mal und rastet hier ein bisschen aus. Also jetzt verstehe ich schon, warum die Challenge natürlich Mr. Random heißt. Zum einen, weil du halt dich durch Undefined immer irgendwo hinporten kannst. Zum anderen wegen den Rainbow Tiers. Das heißt, du hast auch in jedem Raum ja auch andere Tiers. Also macht schon Sinn soweit. Eigentlich laufen wir Richtung Start zurück. Hallo? Win? Ist sehr geil. Sparen wir eine Menge Zeit. So, hier kommt er eh gleich, Taurus. Ja, perfekt. Und Taurus in 3, 2, 1, jawohl! Perfekt! Ja, Mann, wieder ohne Schaden genommen in 9 Minuten. Ist in Ordnung. Krampus kommt nochmal. Oh, der wird sich freuen über meine Flaming Tears. Naja, obwohl, er kann ja fliegen, ist nicht so schlimm dann. Trotzdem. Oh, okay, der kriegt trotzdem Schaden, guck mal. Könnten jetzt Krampus mitnehmen. Ist aber nicht Sinn der Challenge, deswegen verzichte ich tatsächlich drauf. Ja, also, ich glaube, eh eigentlich ein bisschen zu einfach. Der LP Foxy hat gerade zum 5. Mal in Folge subscribed. Lieber Foxy, vielen Dank für 5 Monate Treue hier im Wolfpack. Und dafür geht's erstmal ab in den Supergeheimraum, wo ein Gegner auf uns wartet. Verarschen? Echt jetzt? Das nennen die Supergeheimraum? Einfach nur ein verfickter Horn? Wow. Das ist ja super. Aber eigentlich ist doch der Boss immer in der Nähe. Vielleicht haben wir Glück und das ist, kommt jetzt direkt gleich rechts hier. Leider nein. Da werden wir leider ein wenig enttäuscht. So, jetzt muss ich hier mal außen rum. Weil... ich lasse hier mal ein bisschen mein Bandage Ball arbeiten. Jetzt geht's ab in... Joa. Kann ich mit leben. Arrow Room mit... Also der Arrow-Typ verkauft mir jetzt hier gerade was. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Okay. Und wir geben noch einen Sack auf Penny. Können wir wieder eine Ebene skippen. Mann, wir sind ja so schnell unterwegs heute. Wir sind schon wieder 11 Minuten und wir sind im Wurm 2. Das, wir fahren heute ein gutes Tempo, möchte ich fast behaupten. Nicht schlecht. Na komm hoch. Dann muss das halt Taurus erledigen. Jetzt kann ich mein Horror of Babylon endlich, von meinem Horror of Babylon Gebrauch machen. Sobald ich noch ein halbes Herz finde, natürlich. Aber davon gehe ich mal davon aus. Also, ne, das wird schon passieren. Bad guess. Aber ich muss trotzdem aufpassen. Jetzt, wo ich natürlich ohne Red Hearts... Das sind diese Kackviecher, die auch schießen, ne? Darf ich mir jetzt hier keinen Müll erlauben? Na, dann warten wir mal lieber, bis hier irgendwo nochmal ein halbes Herz spawnt, bevor ich hier Scheiße baue. Finde ich jetzt nämlich nicht so günstig. Die lieben Bomberman-Freunde. Komm, Rage. Taurus. Yes. Komm. Stark. Ist ein Mr. Boom, aber lassen wir natürlich. Wo ist das halbe Herz für den Horror of Babylon-Effekt?
Das war nicht günstig, da hätte ich mich bewegen müssen. Muss ich leider zugeben. Da war ich zu eingeschnappt. Health up. Naja, Health up ist aber nicht so schön, wenn ich auf Hall of Babylon spekuliere. Das ist dann nicht so geil. Das Random Baby kann keine Flaming Tears schießen. Auch keine, kein Death Touch, also auch keine Sensen. Da ist ja mein halbes Herz. Die Frage ist nur, soll ich das jetzt echt riskieren mit so wenig Herzen? Ich glaube nicht. Der Raum ist schon nicht sehr günstig. Okay. Ich muss mich jetzt echt beherrschen, weil jetzt haben wir doch recht wenig Herzen wieder. Ich meine, wenn ich jetzt auf weiter auf Red Heart spiele, ist ja soweit so gut, aber ich wollte anders spielen. Ich wollte von dem Hall of Babylon Effekt schon Gebrauch machen. Okay. Nee, ich kann nicht auf Hall of Babylon gehen, ich kassiere zu viele Treffer. Das geht nicht, das wäre eine richtig dumme Idee. Jetzt haben wir gerade Proptosis oder was? Weil die so klein werden, die hinten raus. Oh, das wäre geil gewesen, der Double Shot. Sind ja schon Wump 2, ne? Ich mache das jetzt mal lieber, bevor es zu heikel wird. Oh, ich mache keinen Damage mit den Tiers. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Nein. Komm her, Mami. Im alleräußersten Notfall könnte ich mich herausporten, aber das wäre nicht in meinem Interesse. Das bringt mir auch nichts. Das ist schon mal wichtig. Vor allem, was mir aber gar nicht gefällt, ist die Tatsache, dass wir echt wenig Schaden machen, ne? Aber wir schaffen es, glaube ich. Yes! Die Challenge ist vorbei. Wieder mit 15 Minuten sauschnell gewesen. Aber diesmal war es knapp. Das muss ich zugeben. Diesmal war es deutlich knapper als die anderen Male. Ja, und damit sind wir offiziell Mr. Random. Na, aber klar.